Nein, das ist nicht Lady Gaga bei der Tour de France, sondern Lady Gegida, die Königin der philippinischen Pinoy-Parodie. Dass der 22-jährige Vinson Leo J. Book einmal zum Champion der viralen Videos wird, war so nicht vorauszusehen. Mit 7 Jahren träumte ich davon, Priester zu werden. Als Kind machte ich die Leute in TV-Shows und vor allem Fantasy-Serien nach. Der Start der Serie Marina war dann für mich die Offenbarung. Ich bastelte mir sofort einen Meerjungfrauenschwanz. Seit 2008 dreht Vinson die Clips von Lady Gaga Take für Take nach. Allerdings mit äußerst bescheidenen Mitteln. Dennoch sind seine Pinoy-Versionen sehr nah dran am Original. Und nach über 20 Songparodien ist Lady Gegida in ihrer Heimat ein echter Internetstar. Die Philippinen sind eine ehemalige spanische Kolonie und bestehen aus über 7000 im chinesischen Meer verteilten Inseln. Von den 100 Millionen Einwohnern ist die Hälfte unter 25. Und obwohl es kaum Breitbandinternet gibt, toben sich die Künstler im Netz aus. Vinson Leo J. Book, Sohn eines Jeepney-Fahrers und einer Hausfrau, verlässt 2010 seine Heimatstadt, um sich im 1500 Kilometer entfernten Manila niederzulassen. Ich habe ein eigenes Zimmer. Den Rest teile ich mir mit den anderen Mietern, der Vermieterin und den Kindern. Das ist mein Zuhause, ganz bescheiden. Viele glauben, ich führe ein Luxusleben, aber ich lebe ganz einfach. Auch wenn sie 2016 erstmals eine Transgender-Abgeordnete ins Parlament gewählt haben, bleibt Homosexualität bei den zu über 80% katholischen Philippinern ein Tabu. Für manche ist Lady Gaga gar der Teufel in Person. Die Parodie ist ein sehr subtiler Weg. Du präsentierst dich als Witz, aber das hat einen tieferen Sinn. Es ist eine von vielen Möglichkeiten, sich auszudrücken. Ich unterhalte die Menschen, vermittle aber gleichzeitig eine Botschaft, verleihe meinen Gefühlen Ausdruck und setze mich für die LGBT-Community ein. Judas ist mit 10 Millionen Dollar das teuerste Video von Lady Gaga. Lady Gegida muss also mit allen Tricks arbeiten, um mit ihrer Parodie Telephone mithalten zu können. Wir haben nicht damit gerechnet, dass das Video viral geht, weil wir es so unprofessionell gedreht haben. Das Lenkrad ist ein Stück Ventilator. Das Hochzeitskleid meiner Mutter diente als Vorlage und Mülltüten wurden zu Hüten. Der als Pionier der Pinoy-Parodie gehandelte Vinson verwandelt sich auch wahlweise in Katy Perry, Ariana Grande oder eine Horrornonne. Vinson hat Kommunikation studiert, arbeitet tagsüber als Grafiker und ist nachts Lady Gegida. An diesem Abend absolviert er in Manila Auftritte in 3 verschiedenen Clubs. Das ist mein Freund. Wink mal in die Kamera. Manche sagen, er sieht aus wie Justin Bieber. Für seine Verwandlung wird Vinson zum Heimwerkerkönig. Die Augenbrauen bändigt er mit schweißresistentem Klebstoff. Und für die weiblichen Kurven kommen Schulterpolster in die Strumpfhose. Die Figur Lady Gegida, was so viel wie kleines verrücktes Mädchen bedeutet, ist längst ein Aushängeschild der philippinischen Gay Pride. Man sagt, Parodie sei nicht weit von Satire entfernt und manchmal werden Texte so stark verändert, dass der Künstler sabotiert wird. Aber für mich sind meine Parodien eher eine Hommage. Und ihr Pinoy-Touch
zeugt vom philippinischen Einfallsreichtum. Die Amerikaner von The Key of Awesome, seit 2007 die absoluten Könige des viralen Clips, zählen neben Lady Gaga zu den größten Inspirationsquellen von Vincent. Subversiver Humor ist auch die Spezialität von Team C-Pet. Ihr Opfer, der rappende Lokalmatador Custer Klee, macht für die Jungs zu sehr auf Gangster. In ihrem ersten Clip verpassen sie deshalb seinem Hit Kriminal neue Lyrics. Und in der Hauptrolle sehen wir Mr. Clean, einen unbeholfenen Homosexuellen. Das aus Hip-Hopern und Videofilmern bestehende Kollektiv sitzt in Las Piñas, einem ehemaligen Fischerhafen an der Manila Bay, der heute zu den größten Slums der Hauptstadt zählt. Hier drehen Team C-Pet auch ihre Clips. Für den Rapper und Regisseur Critico, welch treffender Name, ist Parodie ein Fulltime-Job. Hier empfindet man Schwule nicht als lächerlich, sondern als sympathisch. Sie sind überall und die Stars jeder Straßenkneipe. Es gibt sogar Berühmtheiten, die so tun, als wären sie gay. Deshalb war er Skusters perfekte Parodie. Sein maskulines Auftreten macht den Kontrast zum femininen Homosexuellen besonders komisch. Ich bin schwul und schön. Wir sind Clowns, die unterhalten. Aber ich möchte nicht unbedingt so genannt werden. Clowns sind hier eher was für Kindergeburtstage. Da steckt viel Leidenschaft drin. Wir bringen Leute zum Lachen, aber ganz ernsthaft. An diesem Tag drehen Team C-Pet ihr neuestes Video. Seit der ersten Parodie vor 2 Jahren ist Mr. Clean zum Helden einer ganzen Saga geworden, in der die Eigenheiten der Philippiner vorgeführt werden. Diesmal geht es um Schmarotzer, die uneingeladen hereinschneien, um sich kostenlos durchzufuttern. Aber es geht auch ernsthaft zu. 2016 drehen die Jungs diesen Clip für die Kampagne von Präsidentschaftskandidat Rodrigo Duterte, mit dem die Rapper ihre Schwäche für Provokation verbindet. Der philippinische Trump droht im Wahlkampf den Drogendealern und prahlt damit, viele schon selbst erschossen zu haben. Seit Duterte im Juni überraschend tatsächlich gewählt wurde, macht er seine Versprechen wahr. Er ist noch nicht lange im Amt, aber die Folgen sind schon spürbar. Die Verbrecher haben Angst, weil sogar die Drogenbarone verfolgt werden. Er hatte uns gewarnt, dass es blutig würde, wenn die Leute aus dem Drogenbusiness nicht mit ihren Geschäften aufhören würden. Dieses Foto ging durchs Netz, weil es so tragisch ist. Es erinnert an eine Madonnenskulptur. Der Typ stand im Verdacht, Drogenhändler zu sein und wurde erschossen. Hier hält seine Frau den Leichnam in den Armen. Um sein Land aus den Fängen des Drogenhandels zu befreien, wählt Rodrigo Duterte eine drastische Dirty Harry-Politik, Selbstjustiz. In seiner erst 8-monatigen Amtszeit wurden bereits mehrere tausend Menschen von der Polizei und Auftragskillern getötet. Der von der Times als Punisher betitelte Präsident stößt die internationale Gemeinschaft mit schockierenden Aussagen vor den Kopf. Den Papst nennt er Hurensohn, weil der bei seinem Besuch auf den Philippinen für einen Stau sorgt. Und dasselbe Prädikat verpasst er auch dem der Einmischung bezichtigten Ex-US-Präsidenten Obama. Während des Wahlkampfes scherzt Duterte über ein 28 Jahre zurückliegendes Ereignis. In der Stadt, deren Bürgermeister er damals ist, endet eine Geiselnahme im Gefängnis mit der Vergewaltigung und Ermordung einer australischen Missionarin. Für Rapper Balakid darf man Dutertes Worte nicht auf die Goldwaage legen. Er glaubt, sie sollen eine politische Klasse aufmischen, die viele für durch und durch korrupt halten.
Der 27-jährige Besitzer eines Masters in Sozialwissenschaften hat Duterte gewählt, auch wenn er nicht alles an seinem neuen Präsidenten gutheißt. Für die Philippiner ist Duterte der Onkel, der bei Familienfesten im Suff schmutzige Witze erzählt. Außerdem hat er das Image des einfachen Mannes, der normale Kleidung trägt und ein kleines Häuschen hat. Und das lieben die Philippiner. Bei Interviews hält er sich nie an das Skript, macht Scherze und verpackt manchmal Drohungen in Humor. Er ist bisher ein guter Entertainer. Balakid heißt übersetzt Hindernis. Ein Pseudonym, das es seinen Gegnern bei den auf den Philippinen beliebten Battles besonders schwer machen soll. Doch seine bevorzugten Gegner sind die Trapos, Kurzform für Traditional Politicians. Die etablierten Politiker, denen vorgeworfen wird, sich aus staatlichen Kassen zu bedienen, prangert Balakid in seinem Clip Taksil, Verräter, an. Viel Aufsehen erregt auch sein neuestes Video, gedreht in einem Schlachthaus. Wir nennen korrupte Politiker Schweine, weil sie verschlingen, was sie können, auch wenn es ihnen nicht zusteht. Und dabei sind sie unersättlich. Im Video schneiden wir Schweinen die Kehle durch. Das bedeutet, die zwielichtigen Politiker müssen dran glauben. Im übertragenen Sinn natürlich. Trapo bedeutet auch Lappen, Putzlappen. Wir nennen sie Trapo, weil sie schmutzig sind. Sie sind nicht Politiker geworden, um der Allgemeinheit oder dem Land zu dienen, sondern um sich zu bereichern und ihre Macht auszunutzen. Gatilio, Abzug, heißen sowohl der schweinische Clip als auch Balakids Debütalbum. Der Sohn eines Soldaten und einer Hausfrau kommt über Theaterkurse an der Uni zum Aktivismus. Seitdem organisiert er Open-Mic-Treffen in den Bars von Manila und ermutigt die Jugend, sich endlich zu Wort zu melden. Für Balakid ist die Pinoy-Parodie ein Sprachrohr, das auch Gefahren birgt. Die philippinische Spaßkultur, in der man sich über alles lustig macht, kann auch eine Realitätsflucht sein. Statt zu versuchen, die Situation zu verstehen und dann vielleicht darüber zu lachen, lachen viele von vornherein alle Probleme einfach weg. Die Gefahr dabei ist, dass du keine Lösungen mehr suchst, wenn für dich alles nur noch ein Witz ist und du über alles lachst.